Sie kamen aus allen Teilen des Reiches. Ritter, Landsknechte, Gedungene. Wie ein Schwarm Heuschrecken fielen sie über die umliegenden Ländereien her. Wenn es Nacht wurde, sah man bis zum Horizont ein Meer aus Lagerfeuern und dem Mondschein schimmernden Zelten. Und in der Mitte thronte, wie eine Spinne in ihrem Netz, Guy Forgas und wachte mit strenger Hand über die Vorbereitungen des heraufdämmernden Kreuzzugs. Ich wurde beauftragt, mich um die Aufstellung eines Kreuzfahrerheeres zu kümmern. Es ist eure Pflicht, mich dabei nach Leibeskräften zu unterstützen. Ihr werdet noch detaillierte Befehle erhalten. Ein Kreuzzug? Mein Vetter... Seine Majestät hat nie erwähnt, dass er derlei in Erwägung zieht. Nun, wer bin ich, den Willen unseres Herrschers in Frage zu stellen? Zur Hölle mit den Sündern! Der Kaiser mag krank sein, doch anscheinend will er dessen ungeachtet den Orient erobern. Wir müssen Guy Forgas in seinem Vorhaben unterstützen. Das ist unsere Lehnspflicht. Im Zeichen des Kreuzes. Ihr habt den Befehl vernommen und niemand widersetzt sich Kardinal Lucius' Anordnungen. Schon bald werdet ihr eure ersten Instruktionen erhalten. Also, macht euch gefälligst nützlich, hört ihr? So soll es sein, Guy Forgas. Also all diese Ritter haben den Eid geleistet, für diesen Kreuzzug zu streiten. Und es werden noch mehr kommen. Ich brauche Verpflegung, damit ich diese tapferen Männer verköstigen kann. Gut, dann werden wir uns um die Verpflegung kümmern. Ausgezeichnet. Nun könnt Last und sicherheitshalber nachsehen, ob die Arbeit im Mosthof auch vorangeht. Ihr solltet rasch einige Obstwiesen anlegen, damit die Mostbäuerin... Herrje, in diesem Betrieb stapeln sich die Waren, aber kein Weg führt zu ihm. Bald werden sich die Lager mit köstlichem Most füllen. Vielen Dank. Ein Jammer, dass Guy Forgas zuerst davon kosten darf. So ist es aber entschieden. So, nun gut. Ja, wir werden jetzt hier für Most sorgen in unserem Falkenstein. Ihr merkt, wie schnell sich so eine Siedlung verändern kann. Zuletzt sah sie noch ganz anders aus und... Ja, so schnell geht das. So, wir müssen jetzt einiges liefern für diesen Kreuzzug. Nun gut, wenn wir damit den Gefallen des Kaisers zugrunde gehen können, dann ist das doch eine positive Sache. Dann unterstützen wir jetzt hier Guy Forgas in den Vorbereitungen für den Kreuzzug und bekommen dann hoffentlich so den Wohlgefallen des Kaisers und kommen dann irgendwann auch zu einer ordentlichen Audienz. Kleines Handelsschiff, naja. Genau, 15 Fisch und 3 Must. Dann bauen wir vielleicht noch einen zweiten Fischer, dann geht das alles ein bisschen schneller. So. Hier, dieser Holzfäller ist halt auch so weit entfernt. Naja. Sei es so. Immer diese weiten Wege. So, damit wir hier gut und schnell vorankommen, bauen wir gleich noch einen weiteren Holzfäller. Und wollen natürlich auch unser Dorf vergrößern mit einigen neuen Hütten, wo unsere Dänen gut zu Hause sind, sich verbreitern können, vergrößern. So, gefällt mir das. Und damit ist schon das Es leben nun Bürger in ihrer Stadt. Ah, die ersten. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts eine blühende Stadt geschaffen habt. Jawohl. Mit der Santa Maria werden wir mal zu Lord Richard Northburg fahren. Wir werden nämlich bald wieder Werkzeuge brauchen, denn
wenn jetzt die Bauernhäuser zu Bürgerhäusern aufsteigen, dann verbraucht das ja immer ein Holz und ein Werkzeug. Ich bin noch am Überlegen, ob wir schon den zweiten Mosthof brauchen, aber ich glaube noch nicht am Anfang. Haben wir hier einen Steinbruch irgendwo? Ich glaube nicht. Nein, wir haben hier keinen Stein. Aber wir können Hanfplantagen errichten und dann eine Webstube. Wenn ihr Werkzeuge braucht, könnt ihr jederzeit bei mir vorbeikommen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Deswegen bin ich ja auch schon auf dem Weg. So, hier machen wir gleich mal eine Hanfplantage. Und jetzt würde ich erstmal darum bitten, in eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Wir tun jetzt erstmal die Aufstiegsrechte verweigern, dass wir unsere Ressourcen sparen. Und dann holen wir uns jetzt mal die Werkzeuge. An Gifor Kaspef, ein gutes Geschäft ist, wie es euch beliebt. Genau, wie es uns beliebt. So soll es sein. Ja, das ist hier die Domstadt. Ich schlage ein. Ah, der Kaiserdom, der hier im Bau ist. Nicht schlecht. Nun gut. Kümmern wir uns um alles Weitere. Holz sollte damit schon relativ schnell zu uns geliefert werden. Most haben wir jetzt auch schon, das heißt, wir können als nächstes dann jetzt Gifor Kass schon seine Sachen liefern. Gut, das müssen wir zur Hauptinsel liefern. Kein Problem. Ah, okay, und wir können hier das Ganze auch immer ein bisschen beschleunigen. Das ist doch mal positiv, dass wir nicht sinnlos lange warten müssen. So. Haben wir alles. Auf geht's, Santa Maria. Oh, hier ist schon ein großes Kriegsschiff. Und hier die Kreuzfahrerarmee, die sich vorbereitet. Standardsoldatschwert. Und die Festung. Bringt endlich Speis und Trank für diese Retter, oder ich lasse sie stattdessen über eure Insel marodieren. Das ist aber nicht sehr freundlich, Gifor Kass. Es ist für uns beide eine große Ehre, alle nötigen Vorbereitungen für diesen Kreuzzug zu treffen. Unsere Arbeit wird den Ausgang der kommenden Schlacht maßgeblich mitentscheiden. So, bauen wir mal gleich eine Webehütte. Bauen wir die mal. Großartig! Nun habt ihr auch für das Ausgangsmaterial der Leinenkutten gesorgt. So. Genau, jetzt haben wir hier schon mal Webstuben. Was ist denn nun mit der Verköstigung der Kreuzritter? Habt ihr alles dabei? Ah, ja, hervorragend. Haben wir. Die Weber ziehen gerade in ihre neue Werkstatt ein. Ihr da, kennt ihr Marie d'Artois? Sie führt die Siedlung im Nordosten. Hier ist ein wichtiges Schreiben, das hier umgehend ausgehändigt werden muss. Na los, es eilt. Na gut, mein Herr. Frau Kass, wir werden dies tun. Ab nach Nordosten. Vergesst nicht, eurer Bevölkerung wieder Zugriff auf das Baumaterial zu geben, damit sie ihre Häuser auf. Danke für Vergesst nicht, eure... Kleinen Kunden für die Kreuzritter könnten auch nicht schaden. Aber ich will nicht wieder Ewigkeiten warten. Ich habe ein Schiff zu euch geschickt. Es soll euch gehören. Aber beeilt euch mit der Lieferung der Kutten. Oh, okay, wir bekommen ein Großartig. Schiff. Großartig. Nun habt ihr die Leinenkutten für Gifor Kass bestimmt bald zusammen. Wie viele haben wir denn? Aber wir haben noch gar keine. Sind wir aber ein bisschen hinten dran mit dem Tempo. Naja, das wird schon werden. Ich bin viel zu großmütig, euch das Schiff zu überlassen. Ich weiß... Aber dieser Kreuzzug verlangt eben von jedem von uns Opfer. Ja. Hoffentlich auch von euch. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ich und Sie meine haben Dänen die Insel eines Opfer Mitspielers entdeckt. Ich weiß, es gehört sich nicht. Doch könnt ihr nicht einen Blick in diesen Brief werfen? Ich wäre zu neugierig, was Gifor Kass mit Madame d'Artois zu besprechen hat. Im Namen unseres Kaisers und Kardinal Lucius ergeht folgender Beschluss. Ein Kreuzzug gegen den Orient scheint unvermeidbar zur Verteidigung des Reichs. Es ergeht daher die Aufforderung an alle Vasallen, ihren Lehnspflicht nachzukommen. Ein Brief dabei für mich? Die besondere Ehre Lass zu teilen. Sehen.
an vorderster Front zu stehen und das Kreuzfahrerheer in die Schlacht zu führen. Ich erwarte euch und die tapfersten eurer Ritter schnellstmöglich hier in Tückingen, gezeichnet hier vor Kass. Das haben wir natürlich insgeheim gemacht, dass es Marie nicht mitbekommt. Ja, hier, der verschlossene Brief, natürlich, für euch. Von Gifor Kass. Im Namen unseres Kaisers und Kardinal Lucius, Herzog gegen den Orient, zur Verteidigung des Reichs. Allmächtiger, wie in meiner Vision. Mit Freuden schließe ich mich dem Glaubenskampf an. Boah, du bist ja sehr überzeugt, Marie. Einer Vision folgend habe ich neue Waffen für meine Ritter anfertigen lassen. Lord Northbrooks bester Waffenschmied hat sie gefertigt. Seid so gut und holt sie bei ihm ab. Das werde ich tun. Letzte Nacht erschien mir ein Engel. Dieser Handel dient einem guten Zweck. Ja, wir haben ganz gutes Geld. Nur mal kurz 40 Holz kaufen. Erschien mir ein Engel. In der einen Hand ein Kreuz, in der anderen das Banner unseres Kaisers. Meine Visionen trügen mich nie. Dieser Kreuzzug ist Gottes Wille. Ich merke schon, da ist jemand richtig überzeugt. Aber so richtig. Nun gut, wir werden unser Bestes geben. Wir bringen das Holz, holen die Waffenkiste und holen uns vor allem neues Werkzeug. Als kaiserlicher Vasall ist es eure Pflicht, einige Ritter für diesen Kreuzzug bereitzustellen. Bestimmt finden sich in eurer Stadt Freiwillige, die das Schwert nehmen wollen. Das Schwert nehmen? Wir sollen freiwillige Dänen finden, die sich dem Kreuzzug anschließen. Nun gut, Männer, ich denke, viele von euch sind im Kampfe erfahren und sind bereit, auch wieder in den Krieg zu ziehen. Vor allem, ihr habt ja einige von euch sind ja noch aus Kalradia teilweise dabei, die gar keine Dänen sind, die eventuell darauf erpicht sind, wie damals gegen Feinde des saranitischen Sultanats zu kämpfen. So sind das jetzt wohl die Sarazenen. Und natürlich sollte es hoffentlich auch noch weitere stolze und tapfere Dänen geben. Welche Freiwilligen haben wir denn? Hier haben wir jemanden. Hier ebenfalls. Den dritten. Hier auch. Den vierten. So gefällt mir das. Den fünften und sechsten. Stolze Dänen, die sich hier freiwillig melden. So, 10 brauchen wir. Haben wir noch einen? Jawohl, du meldest dich freiwillig. Sehr gut. Diese Bauernlümmel sollen Kreuzritter werden? Das ist doch nicht euer Ernst. Natürlich ist das mein Ernst. Wie könnt ihr damit nicht zufrieden sein? Das sind die besten Ihre Krieger. Baumöglichkeiten wurden erweitert. Unfassbar. Nicht ernst. Na schön. Wenn sich niemand Besseres finden lässt, bringt mir eben diese Taugenichtse. Na macht schon! Ja, machen wir schon. So, wir müssen das jetzt hier irgendwie ein bisschen umbauen. Es wurde nämlich nicht sinnvoll konstruiert. So, wir bringen die Leinenkutten und wir bringen auch gleichzeitig die freiwilligen Ritter. Bauen natürlich auch weitere Häuser, sodass unser Dorf Falkenstein wächst und gedeiht. Sehr schön. Genau, du hast noch Holz und darfst hier unten die Waffenkiste abholen. Währenddessen wir hier jetzt beides abliefern. Habt ihr es also endlich geschafft, ein paar Leinenkutten anzufertigen? Das also sind eure besten Männer. Ein bisschen mehr Respekt, Gifor Kass. Endlich! Allerdings bin ich mir gar nicht sicher, ob wir im Süden so viele Kutten überhaupt brauchen werden. Na, danke schön. Ah, Marie hat euch geschickt. Dann kann ich diese Waffen an Bord eures Schiffes bringen lassen. So ist es, Lord Northburg. 9, 10 eurer besten Ritter. Rechnet besser nicht mit ihrer Rückkehr. Freundlich. Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden zurückkehren. Sie sind gute Kämpfer. Passt mit der Kiste auf. Darin sind wahre Meisterwerke der Schmiedekunst. Auch wenn ich den Einsatz von Waffengewalt verabscheue. Meine Arbeiter schuften tagsüber, um vor Kassforderungen zu erfüllen, und des Nachts arbeiten sie am Kaiserdom.
Ich will ein Festmahl für sie geben, weil sie mir so treu dienen. Helft ihr mir dabei? Ach, uns fehlt Werkzeug. Ja, wir werden euch gerne auch 10 Fische liefern. Ich brauche Seile. Schließlich müssen Schiffe und Kriegsmaschinen in Auftrag gegeben werden. Na los, worauf wartet ihr noch? Auf Werkzeuge warte ich. Mein Gott, wir werden hier mit Aufgaben... Sie haben ich bin gern bereit. Was gegen ein gutes Werkzeuge Geschäft haben. Vielleicht überlegt ihr es euch ja doch noch anders. Wir brauchen unbedingt Werkzeuge. So, hier. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wir haben hier keine Rohstoffe auf der Insel, kein Erz. Ah, hier. Haben wir noch etwas. Ich kann euch nur raten, eine Seilerei zu errichten, damit Vorkas bald zu seinen Seilen kommt. Immer mit der Ruhe. Hier haben wir was gefunden. Das sieht mir aus wie ein Bergkloster. Vielleicht haben die noch Werkzeuge, die wir kaufen können. Deswegen hole ich mir direkt nochmal ein bisschen Holz hier. Das sollte reichen. Dann gehen wir zu Marie und danach zu der Insel im Nordwesten. So, hier sind auch schon einige Kreuzfahrer bereit. Große und kleine Heerlager in Engelsbach. Hier leben aktuell nur Bürger. Hier gibt es auch eine Eisenverarbeitung. Gibt es denn hier auch Werkzeuge für uns? Ja, an die Seile. Hört leider ihr? Nicht. Enttäuschend. Wir verbieten jetzt mal wieder die Aufstiegsrechte und schauen mal kurz beim Kaiserdom vorbei. Es ist ein Kreuz mit diesem Kreuzzug. Wenn ich nun Männer und Materialien für Vorkas abstellen muss, wirft mich das beim Dombau um Wochen, nach was um Monate zurück. Ihr habt die Waffenkiste dabei? So gebt sie mir. Gott segne euch. Ich werde mich mit meinen Rittern bald zu Guy Vorkas begeben. Dort soll eine Waffensegnung stattfinden. Soll das dort sein, okay? Eine Waffensegnung. Nun gut, ja, was machen wir jetzt mit unserem Schiff? Ah, sehr gut. Wir haben jetzt hier nämlich eingestellt, dass wir regelmäßig gerne Werkzeuge kaufen wollen. Und unsere Bürger können nämlich auch ein bisschen mehr Steuern zahlen. Dafür, was wir uns wünschen. So, gefällt mir das. Damit verdienen wir gleich mal ordentlich Geld. Gott im Himmel, nein! Wir waren auf dem Weg zur Waffensegnung und sind auf ein Riff aufgelaufen. Erbarmt euch und helft uns! Was haben wir hier wieder? Werkzeuge? Das ging aber schnell. Ja, wir werden euch gleich 10 Holz liefern, Marie, keine Sorge. So, hier bauen wir ein Kontor. Dieser Vorkas ist unmöglich, ich weiß, aber wir müssen seinen Forderungen Folge leisten. Immer mit der Ruhe. Dieser Vorkas ist unmöglich. Hervorragend, ihr habt soeben neues Land. Neues Land und wir wollen einen Weg bauen. Wie schön, dass ihr zum Handeln kommt. Was hast du denn? Oh, beides, was man hier braucht. Sehr gut. Dann nehmen wir nämlich das wieder mit. So, machen wir es doch einfach so. Fahren einfach hier gleich hin. Bringen 10 Holz zu Marie. Dann können wir jetzt hier endlich mal... Können wir schon unsere Seilerei... Nein, da brauchen wir mehr Werkzeuge. Aber wir können nochmal eine Hanfplantage machen. Können wir das eigentlich dann vergrößern schon, das Markthaus? Nein. Doch, das hier geht. Kleines Kontor. Ah ja, das geht. Perfekt. Dafür brauchen wir dann nur Steine. Noch. Die haben wir aktuell leider nicht. Okay. Bauen wir schon mal ein Markthaus. Das wollte ich hier hinbauen irgendwo. So. So, hier hin. Perfekt. Ah ja, jetzt haben wir hier Werkzeuge. Jetzt haben wir Werkzeuge, jetzt. Gott sei Dank. Ihr seid gekommen, um uns aus unserer misslichen Lage zu befreien. Ja. Gott segne euch. So ist es. Dank eurer Hilfe werden wir noch rechtzeitig zur Segnung der Waffen kommen. Jetzt haben wir eine Seilerei. Ausgezeichnet. Allerdings fehlt es noch an Hanf, um hier Seile herzustellen. Naja, immer mit der Ruhe. Wir bauen genügend Hanf an.
Dann sind alle zufrieden, glaubt mir. Ich kenne mich aus hier. So. Außerdem will ich noch eine Fischerhütte bauen, bitte. Hier hin. Okay. Hanfplantage. So. Jetzt geht das auch alles ein bisschen schneller, denke ich mir. Gut, der Rest darf auch wieder zu uns kommen. Ah, genau, wir müssen noch 10 Fisch liefern. Gut, dass wir hier 2 Schiffe haben, wir kommen ja kaum hinterher. Und zwar zu den Steinmetzen, den Steinbruck, die hier so stolze Arbeit liefern. Ich hoffe wirklich, dass ihr mir helft, für meine Arbeiter ein Festmahl auszurichten. Keine Sorge, das werden wir tun. So, und dann müssen wir auch noch 3 Tonnen Seide liefern. Bringt mir etwas Fisch für meine getreuen Arbeiter. Oh, wir haben zu wenig von. Seid bedankt für eure tatkräftige Unterstützung. Zu wenig Most. Können die nicht richtig bauen. Aber es ist wirklich nicht möglich, hier noch ein viertes Feld hinzusetzen. Ich bin ein bisschen verschätzt. Na, schauen wir mal. Vielleicht verschätzt mit dem Bau hier. Machen wir das mal anders. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Die ersten Seile sind in Arbeit? Großartig. In Kürze könnt ihr GVKs Auftrag abschließen. So. Hier eins. Hier eins, hier eins. Und dann können wir sogar noch eine Straße hinbauen. So. Gut. Seile sollten ein Auftrag sein. Jetzt haben wir erstmal, glaube ich, alles erledigt. Wie sieht es denn hier bei Marie aus? Letzte Nacht erschien mir ein Engel. In der einen Hand ein Kreuz, in der anderen das Banner unseres Kaisers. Meine Visionen trügen mich nie. Dieser Kreuzzug ist Gottes Wille. So, wir kaufen hier gleich mal ein paar Steine ein, würde ich sagen. Beziehungsweise können wir nicht hier oben? Gibt es hier nicht Steine? Nee. Hier gibt es keine Ressourcen. Gut. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Lassen wir hier wieder unsere Wohnhäuser aufsteigen. Und dann kommen jetzt noch die 3 Seile dazu. Können wir irgendwie für noch was... Ach ja, ich wollte noch mehr. Kommen wir vielleicht gleich noch einen dritten... Mosthof. Und noch eine 4. Fischerei. Und dann wird es aber schon ein bisschen eng mit der Auslastung, würde ich fast sagen. Ja, ja, den Fisch brauchen wir schon. Weil wir doch gut gewachsen sind. So, dann Seile, Seile, Seile. 3 Seile. Naja gut, 3 Tonnen Seile. Wird geliefert. Ah, und hier haben wir auch nochmal Ressourcen bekommen. Oh, ausgezeichnet. Gut, schauen wir mal, ob GVKs da zufrieden ist, wenn wir ihn mit seinen 3 Tonnen Seile liefern. Ah, liefert ihr endlich die Seile, die ich bei euch in Auftrag gab? Auf den ersten Blick sehen sie reißfest aus. Naja, wir werden ja sehen, ob sie halten. Jawohl, das werden wir. Dieser Bruder Hilarius scheint der Abt zu sein. Er wird die Segnung der Waffen durchführen. Waffen soll ich segnen? Jetzt sofort? Aber hier vor mir liegt gerade dieses lecker duftende Hühnchen. Herr im Himmel, also schön. Aber diese saftige Keule nehme ich als Wegzierung. Tut das, Bruder Hilarius. Es ist mir gleich, ob der Pfaffe die Waffen segnen will oder nicht. Er wird es tun. Und ihr werdet ihn hierher schaffen. Gut. Erst muss ich mein Mittagessen unterbrechen, weil alles so furchtbar eilig ist. Und nun sitze ich hier und niemanden interessiert's. Wir haben doch schon ein Schiff zu euch geschickt, Bruder Hilarius. Keine Sorge. Keine Sorge. So.
Oh, sobald wir hier Steine haben, kommen wir weiter voran. Ja, ich würde sagen, läuft doch hier in Falkenstein. Jetzt müssen wir nur noch Bruder Hilarius nach Tückingen liefern. Und das ist wirklich der Abt dieses Bergklosters? Also lasst ihn schon an Land kommen. Jawohl. Hervorragend. Dann können wir ja sofort mit der Segnung der Waffen beginnen. Bruder Hilarius, waltet eures Amtes. Ich habe es geschafft. Es ist alles vorbereitet. Nun segnen schon endlich diese Waffen, damit wir sie an die Ritter verteilen können. Da ist er ja. Bruder Hilarius. Nun denn! Möge der Herr diese Waffen salben, damit sie auf den Feind herniederfahren, zur Herrlichkeit des gerechten Glauben und... Wer ist das? Ihr wollt also meinen Plänen eine Rolle spielen? Dann ist der Pakt besiegelt. Ich gebe euch Gelegenheit, eure Loyalität unter Beweis zu stellen. Oh, der Kardinal hat uns den Titel Ritter vom Kreuz verliehen. Sehr gut, vielleicht ist er eine Hilfe, um weiter in der Gunst des Kaisers zu steigen. Wobei wir auch bedenken müssen, wir haben davon gehört, dass irgendein Kardinal des Heiligen Römischen Reichs damals auch unseren Feinden geholfen hat. Aber noch wissen wir zu wenig. Ob er es war, ob er was damit zu tun hatte oder ob er ein Unbeteiligter war, der uns vielleicht sogar helfen kann. Sehr gut. Dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns beim nächsten Mal bei den weiteren Kreuzzugsvorbereitungen. Euer Björn Seeheim.